über diesem Jahr 2023 steht ein ganz toller Bibelvers. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Im Alten Testament steht diese spannende Geschichte von Abraham und Sarah. Gott hatte den beiden versprochen, dass sie noch ein Kind bekommen würden. Aber so langsam konnten sie nicht mehr dran glauben, denn beide waren inzwischen ziemlich alt geworden. Und sie dachten, wir müssen Gott wahrscheinlich ein kleines bisschen unter die Arme greifen, damit das klappt. Und so kamen sie auf diesen verrückten Plan, dass Abraham ja ein Kind mit Hagar, mit der Magd von Sarah, zeugen könnte. Gesagt, getan, ein kleiner Junge kam zur Welt. Aber jetzt ging es erst richtig los mit den Problemen. Es war permanent Stress zwischen Sarah und Hagar. Und am Ende hatte Hagar nur noch die Chance, das Kind zu nehmen und zu fliehen. In der Einöde, in der Einsamkeit, hat sie eine ganz intensive Gottesbegegnung. Gott begegnet ihr, Gott ermutigt sie. Und dann sagt sie diesen wunderbaren Vers: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieses hebräische Wort für sehen, das bedeutet zugleich sorgen für, sich kümmern um. Du bist ein Gott, der sich um mich sorgt. Du bist ein Gott, der sich um mich kümmert. Ich weiß nicht, ob es eine Sorge gibt, gerade aktuell in deinem Leben, ob es vielleicht eine gesundheitliche Sorge ist, ob es vielleicht Angst ist vor einer Situation, die bevorsteht, ob es vielleicht ein familiäres Problem ist, vielleicht ein Konflikt mit einem Menschen, eine Last, Trauer, die du tragen musst. Und vielleicht fragst du dich, wo ist Gott? Ist er da? Sieht er mich eigentlich in meiner Situation? Sieht er meine Angst und sieht er meine Not? Und dieser Vers sagt, ja, Gott ist ein Gott, der dich sieht und er ist ein Gott, der sich kümmert. Vor ein paar Wochen hatte ich eine kleine OP, es war nicht so wirklich der Rede wert und ich bin auch ganz locker dran gegangen. Aber es war eine Vollnarkose nötig und ja, als es so langsam auf die Vollnarkose zuging, wurde ich doch ein bisschen ängstlich und unruhig. Ich wurde in ein Krankenzimmer geschoben, die Schwester gab mir dieses OP-Hemd und sagte, in anderthalb Stunden hole ich sie ab und dann fahre ich sie runter. Sie bekommen ihre Vollnarkose und dann geht es direkt in den OP. Mein Blick fiel auf die Wand im Krankenzimmer. Und da hing ein kleines Kreuz mit Jesus. Und ich muss sagen, das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich habe gesagt, Jesus, du bist ja schon da. Du bist ja schon hier in diesem Krankenzimmer. Du bist ja hier in diesem Krankenhaus. Mit dieser Jahreslosung hätte ich vielleicht gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der sich kümmert. Für mich war das so ein wunderbares Zeichen, dieses kleine Kreuz an der Wand zu entdecken. Das hat mich innerlich ruhig gemacht und ich habe alles gut überstanden in der Gewissheit. Da ist jemand, der mich sieht und der an meiner Seite ist. Musik